Mariah Carey muss gleich zwei schlimme Verluste verkraften. Ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Allison sind am vergangenen Wochenende im Alter von 87 und 63 verstorben. Dies bestätigte die Sängerin gegenüber People. Mein Herz ist gebrochen, dass ich meine Mutter an diesem Wochenende verloren habe. Leider hat meine Schwester ihr Leben am selben Tag verloren, teilte die Grammy-Preisträgerin mit. Mariah fügte hinzu, ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche mit meiner Mutter verbringen konnte, bevor sie starb. Ich schätze die Liebe und Unterstützung aller und bitte um Respekt für meine Privatsphäre in dieser unmöglichen Zeit. Über die genauen Todesursachen von Patricia und Allison sind derzeit keine weiteren Details bekannt. Patricia Carey, die einst mit Alfred Roy Carey verheiratet war, war eine ausgebildete Opernsängerin und Gesangslehrerin. Das Paar hatte drei Kinder, Allison, Mariah und Morgan. Als Mariah 3 Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Die Beziehung zwischen Mariah und ihrer Mutter war zeitlebens schwierig. In ihrer 2020 veröffentlichten Autobiografie »The Meaning of Mariah Carey« schrieb die Sängerin, »Wie viele Aspekte meines Lebens war meine Reise mit meiner Mutter voller Widersprüche und konkurrierender Realitäten. Es war nie nur schwarz-weiß. Es war ein ganzes Spektrum an Emotionen.« Sie beschrieb ihre Beziehung als ein stacheliges Seil aus Stolz, Schmerz, Scham, Dankbarkeit, Eifersucht, Bewunderung und Enttäuschung. Mariah widmete ihrer Mutter auch einen Teil ihrer Memoiren. Und an Pat, meine Mutter, die trotz allem, glaube ich, wirklich ihr Bestes gegeben hat. Ich werde dich immer so gut lieben, wie ich kann. Auch die Beziehung zu ihrer Schwester Allison war schwierig. In ihrem Buch schrieb Mariah, dass es emotional und physisch sicherer für sie sei, keinen Kontakt zu Allison oder ihrem Bruder Morgan zu haben.